ganz einfache Problematik. Es geht um unendlich viele Lösungen eines Gleichungssystems. Sokrates ist dabei wieder als Vertreter unserer Klasse und er wird uns das Beispiel kurz erläutern. Bitte, Junge. Das Beispiel ist, man hat zwei Funktionen, also die erste ist zum Beispiel x minus y. Bisschen lauter. Ist gleich minus 1 und die zweite ist 2x minus 2y ist gleich minus 2. Man muss erstmal die zweite Gleichung geteilt durch 2 nehmen. Das wäre dann halt die erste bleibt dann. Die zweite wäre x minus y ist gleich minus 1. Das heißt, dass man y ist gleich x plus 1 und y ist gleich x plus 1 auch. Ja, das heißt also, beide Gleichungen sind tatsächlich gleich. Und das haben wir hier grafisch mal dargestellt mit der grünen und mit der blauen Linie. Die fallen also aufeinander. Und das bedeutet, dass es tatsächlich unendlich viele Lösungen gibt, wenn die beiden Gleichungen aufeinander fallen. Wir haben ja noch zwei andere Varianten kennengelernt. Und zwar könnte es sein, dass ein Gleichungssystem genau eine Lösung hat. Also die Lösungsmenge besteht dann aus x und y. Dann haben die Graphen einen Schnittpunkt. Dann war die Möglichkeit, dass die beiden Graphen parallel sind. Das bedeutet aber, dass das Gleichungssystem nicht lösbar ist. Das waren diese Möglichkeiten. Und wir haben kennengelernt das Additionsverfahren, das Gleichsetzungsverfahren und das sogenannte Substitutionsverfahren. Damit erhält man immer die Lösungsmenge. Und schließlich, Sokrates, was können wir hier nochmal sagen? Die Koordinaten aller Punkte der Geraden erfüllen beide Gleichungen. Die Koordinaten werden von beiden Punkten oder von allen Punkten erfüllt. Naja, haben wir sonst noch was zu sagen? Oh Gott, das war's alles. An der Kamera ist unsere Lara, die das bisher eigentlich immer gemacht hat. Top-Mädel. Sehr, würde ich sagen. Ne? Okay, kannst du noch mal kurz rumgehen. Wait, hold up, wait.